Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich habe heute wieder eine tolle Idee für euch, für eine Karte, diesmal zum Thema gute Besserung. Aber ihr könnt ihn natürlich zu jedem Thema umwandeln. Aber warum ich speziell auf gute Besserung gehe, seht ihr in dieser Karte. Also erstmal von außen ist die jetzt ein bisschen schlichter. Ich zeige euch gleich noch eine andere Variante. Aber gute Besserung deswegen, weil hier innen drinnen verbirgt sich eine kleine Wärmflasche. Und wenn man an der hier anzieht, kommt ein kleiner Tee zum Vorschein. Also so eine kleine gute Besserungskarte mit einem kleinen Teebeutelchen drin. Oder vielleicht kann man da auch so eine kleine Auszeitkuschel, Auszeit oder sonst irgendwas verpacken. Also nur als Idee, dass man da so eine kleine Wärmflasche mit einbauen kann. So sieht die aus. Ich habe da ein bisschen rumgetüftelt und habe da noch einen kleinen Tipp für euch. Genau, und eine bisschen anders von außen gestaltete Karte, fast genauso. Aber die hat jetzt hier noch ein Schleifchen und das hier noch mit bestitchtem Rand. Finde ich jetzt noch ein bisschen, kommt ganz gut mit der Schleife, das gefällt mir sehr gut. Das werde ich heute auch nochmal machen, auf jeden Fall mit Schleife. Ist eben diese Karte hier, die ist jetzt für einen anderen Anlass. Beste Wünsche für eine Zukunft voller Glück. Ich finde diese Schmetterling so wunderschön, den Stempel. Und den habe ich eben hier auch im Hintergrund noch eingearbeitet. Und genau, das ist so die Grundidee von der Karte und die habe ich jetzt einfach abgewandelt zu meiner Gute-Besserungskarte. Und auf die Idee gekommen bin ich mit so einem Sketch, den ich bei Pinterest gefunden habe, hier unten. Also ich habe es einfach eingegeben, Kartensketche bei Pinterest und dann kam der. Und witzigerweise habe ich mit meinem Team bei unserem letzten Teamtreffen einfach so Sketchkarten gemacht. Und da hatten wir eben diesen Sketch und diesen zweiten hier, den kann ich euch auch noch schnell zeigen, den finde ich auch total süß. Und es ist einfach total spannend, was dann jeder draus gemacht hat. Und das ist vielleicht auch eine ganz nette Idee, noch so am Rande. Genau. Okay, und noch so ein kleiner Punkt. Gute Besserung ist jetzt auch das nächste Thema bei unserem Teamgeist. Da seht ihr nämlich in 2 Wochen das Thema von meinen Teamies, die dazu natürlich auch viele Ideen haben. Und da passt jetzt die Karte auch sehr gut. Wenn dieses Video schon online ist, verlinke ich es euch hier oben. Ansonsten kommt es erst in 2 Wochen, wenn ihr das gleich seht. Und wir starten jetzt einfach und ich zeige euch vor allem, wie man diese Wärmflasche macht. Also um die geht es eigentlich hauptsächlich heute. Okay. An Material habe ich schon ein kleines Paketchen hergerichtet. Brauchen wir, eins habe ich noch vergessen. Ich habe eine Grundkarte in Savanne. Ich möchte euch nur kurz die Bestellnummern ins Bild halten. Aber ich muss gucken, dass ich alle drauf kriege. So. Ich nehme einmal Blütenrosa, Anthrazitgrau, Savanne und Grundweiß extra stark. Das sind meine Materialfarben. Und die Zuschnitte, die zeige ich euch jetzt auch gleich mal. Die Grundkarte ist wie gesagt in Savanne mit dem Maß 21 x 14 cm, gefalzt bei 10,5 cm. Also hier in der Mitte ist die Falzlinie. Und dann habe ich Grundweiß 3 Stücke. Einmal 13,5 x 10, 13,5 x 7 und 5,5 x 5,5 cm. Falls ihr noch diese Stickmuster-Etiketten habt, da habe ich ja auf meiner anderen Karte mit denen gearbeitet, die sind aber schon älter. Da würden die 2 Formen eben perfekt passen. Das sind die 2 größeren Formen aus den Stickmustern. Die passen genau zu diesem kleinen weißen, zu dem hier. Also das könnte man auch einfach ausstanzen und nicht zuschneiden. Ich habe es jetzt mal bewusst weggelassen, weil es eben die Stanzform nicht mehr gibt. Und das Anthrazitgraue würde auch da genau passen. Also das wären diese 2 Größen. Macht das Ganze noch ein bisschen eleganter, finde ich. Und dann habe ich noch ein Designerpapier mit dem Maß 13 x 6 cm. Und das Anthrazitfarbene, entweder stanzt ihr euch das, wie gesagt, oder ihr schneidet euch das zu, zum Beispiel auf 6,6 x 6,6 cm. So habe ich mir jetzt mal zugeschnitten. Das Designerpapier passt dann genau auch auf das Weiße. Und dann habt ihr noch ein Stück Blütenrosa mit dem Maß 11 x 5 cm. Und ein Stück 9 x 8,5 cm. Mit meinem ganzen Geschmiere da, das erkläre ich euch gleich. Das ist nur für mich eine kleine Hilfestellung. Und wenn ihr dann noch ein Reststück habt in Blütenrosa, da zeige ich euch noch einen kleinen Kniff, falls ihr das auch machen möchtet. So. Okay. Aber zu dem kommen wir gleich. Das ist nämlich dann die Wärmflasche, der Wärmflaschenkniff. Vorher würde ich sagen, fangen wir einfach mal an mit Stempeln, dass wir schon so ein bisschen unsere Grundmaterialien zusammensammeln.
Also ich nehme jetzt das flüsterweiße Papier oder grundweiße Papier, das hier innen reinkommt. Die Grundkarte stempeln wir und natürlich diese kleine weiße Karte stempeln wir auch. Damit legen wir jetzt mal los. Und als Stempel nehme ich einmal den Blumengruß, der hat diese Bestellnummer. Ganz einfach, weil dieser Spruch gute Besserung da drin ist und der sehr schön ist, finde ich. Wenn ihr das zu einem anderen Thema macht, dann nehmt einfach, was ihr findet, was ihr nehmen wollt. Die Amazing Silhouettes habe ich hier, die haben diese Bestellnummer. Da ist dieser wunderschöne Schmetterling raus und auch das hier habe ich zum Beispiel beim Kuvert dann passend. Wenn man ein passendes Kuvert dazulegen will, kann man das noch ganz schön unten in die Ecken stempeln. Finde ich, passt sehr gut. Und als Spruch für vorne drauf nehme ich den Libellengarten. Ein kleiner Gruß mit ganz lieben Wünschen, finde ich, passt hier ganz gut. Und der hat diese Bestellnummer. Und genau, die habe ich mir jetzt schon mal auf Blöcke gezogen. Als Stempelfarbe nehme ich einmal Savanne und Blütenrosa. Meine absolute Lieblingskombi gerade. Seht ihr wahrscheinlich noch öfter in den nächsten Videos. Und ich schnappe mir zuerst mal den Schmetterling und meine Grundkarte und stempel mir den hier so drauf, und zwar dreimal. Einmal so ein bisschen unten ins Eck, einmal ein bisschen oben. Und dann knicke ich mir die Karte einmal zu und mache mir hier so in die Mitte noch einen rein. Den sieht man nicht unbedingt, aber es ist noch so ein kleiner Hingucker im Hintergrund. Ich finde, es ist ein ganz toller Stempel. Was ganz Besonderes. Und auf mein grundweißes Papier mache ich den auch gleich rein. Und zwar hier unten. Das seht ihr nochmal besser. Wenn ich ein Bild wäre, wäre es noch besser, ja? Also einmal hier unten ganz und dann hier oben in den Ecken, da nehme ich immer nur so ein kleines Stück von dem Rand. Also da gehe ich nicht mal ganz ins Stempelkissen und mache da einfach noch so ein bisschen so Schattierungen drauf. Seht ihr das? Ihr könnt auch nochmal ein zweites Mal drüber gehen, dass man da nicht auf die Idee kommt, dass da noch ein Schmetterling drin war oder so. Dass man da einfach noch so ein bisschen Muster macht in die Ecken. Das finde ich, macht sich sehr, sehr gut. Hier nehme ich jetzt auch noch gleich den Spruch Gute Besserung in Savanne. Den mache ich jetzt gleich in die Mitte rein, hoffentlich gerade. Ja. Und dann haben wir noch dieses kleine Papier und da mache ich es auch so in den Hintergrund, den Schmetterling. Und oben drüber diesen Spruch aus dem Libellengarten. Also es wäre jetzt noch ein bisschen schöner gewesen, wenn es so ein bisschen nach unten versetzt gewesen wäre. Vielleicht so wie hier auf dem Muster. Ja, aber es macht nichts. Es ist gut, dass man den Spruch lesen kann und der Schmetterling ist so im Hintergrund. Das ist einfach total schön. Genau, und ich glaube, jetzt sind wir sogar mit Stempeln schon fertig, oder? Ja. Dann würde ich jetzt als nächstes ein bisschen was zusammenkleben, dass hier nicht so viel rumfliegt. Und zwar würde ich jetzt das Designerpapier, also das ist aus der Celebration, da nehmt ihr einfach, was ihr Schönes findet. Das ist noch dieses mit dem Stempelset, das es da gab. Das finde ich super schön, also so Blütenrosa. Wie gesagt, das ist mein absoluter Favorit und von den Farben und da passt das total gut. Das klebe ich jetzt einfach auf das weiße Papier. So passt das ganz gut mit so einem kleinen Rahmen, das ist dann für vorne. Und das anthrazitfarbene Papier ist sozusagen die Mattung von dem kleinen Spruchstempel. Und wie gesagt, wenn ihr euch das ausstanzt mit den Stickmustern, falls ihr die noch habt, dann macht sich das auch sehr, sehr gut, finde ich. So ist es halt ein bisschen schlichter. Ist auch schön. Und mein Gute Besserung, das kann ich auch gleich innen reinmachen. Dann fliegt das auch nicht mehr rum. Dass ich es richtig rum mache. Und dann habe ich eben schon auch eine schöne Innenseite gestaltet, finde ich. Und das ist so toll. Genau. Jetzt habe ich mir ja gedacht, schnappe ich mir eine anthrazitfarbene Kordel und nutze das auch aus mit dieser Schleife und zeige euch das auch mal, wie ich das gemacht habe. Und zwar, ich lasse mir dann ein gutes Stück noch da, dass ich danach gut die Schleife machen kann. Und wickel mir das jetzt einfach hier zweimal um meine Karte rum und schneide mir dann auch ein bisschen den Abstand das mal erstmal zu und mache mir dann hier eben ein Schleifchen rein. Also ich lasse da immer ein bisschen lieber ein bisschen länger die Kordel, die kann man ja nochmal abschneiden, wie wenn man es zu kurz schneidet und dann hat man keine Möglichkeit mehr eine Schleife zu binden.
Das ist nämlich jetzt hier ein bisschen fummelig. Aber ich finde, es macht sich wirklich gut und es lohnt sich hier nochmal ein bisschen zu fummeln, sozusagen. Ich mache jetzt hier einfach mal erstmal einen Knoten. So. Und dann schiebe ich mir das Ganze noch ein bisschen so auf die, ein bisschen mehr nach links. Und drücke ein bisschen auseinander. So. Und dann kann ich hier vorne ein Schleifchen noch reinmachen. Konzentration. Genau, und auf der Rückseite mache ich mir da einfach ein Stückchen Abreißklebeband noch hin. Ihr seht es jetzt, bei mir ist es auch ein kleines bisschen zu eng geworden. Also es geht ganz gut, aber wenn das jetzt hier wirklich weit wegstehen würde, die Schnur, dann könnte man die auch einfach abschneiden und dann biegt sich das Papier nicht so. Also es ist nur ganz leicht gebogen bei mir. Falls es sich bei euch jetzt mehr biegt, weil manchmal zieht man ja zu fest an bei der Schleife, dann könnt ihr euch das einfach hinten durchschneiden und dann entweder nochmal kürzen. Kann man natürlich vorher auch so machen, man muss ja nicht die ganze Kordel verwenden, aber oder hier nochmal ankleben, aber dann biegt sich oder wölbt sich das Papier nicht so auf. Das finde ich manchmal ganz praktisch. Und das klebe ich mir jetzt auch einfach mit Flüssigkleber noch auf, die Vorderseite auf. Und ruhig ein bisschen andrücken. Die Schleife ist jetzt irgendwie nicht so ganz gerade geworden. Das ist der Vorführeffekt. Okay, und mein anthrazitfarbenes Papier, wo habe ich das hingelegt? Hier. Das kann ich auch gleich hier vorne drauf machen. Das mache ich einfach mit Abstandskleber. Die habe ich mir auch schon hergerichtet. Also so einfach habt ihr schon eine richtig schöne Karte, finde ich. Und die werden wir jetzt eben noch ein bisschen aufpimpen. Das mache ich mir jetzt so hin, dass man ein bisschen den Schmetterling hier unten noch ganz sieht und den hier auch, weil ich das so schön finde hier im Hintergrund. Und ich habe noch die Glitzersteine. Was sind das denn für Steine? Ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob die noch im Sortiment sind. Ich glaube schon, die matten Perlen. Da gibt es eben diese verschiedenen Farben. Und ich habe alle drei benutzt auf meinen Musterkarten. Ich nehme jetzt nochmal dieses in diesem schönen rötlichen Ton. Das gefällt mir total gut. Aber da habe ich nicht mehr so viele. Aber ihr könnt natürlich auch die goldenen und auch diese leicht grünlichen nehmen. Ihr könnt hier mal sehen, das ist jetzt dieses leicht grünliche. Ich weiß gar nicht, ob man das in der Kamera sieht. Und das mit Gold ist auch sehr schön. Passt alles sehr gut. Genau. Und jetzt machen wir uns an die Wärmflasche. Also so habt ihr schon mal eine schöne Karte. Ganz einfach gestaltet. Und ich finde, das ist toll mit diesem. Ich finde diesen Abdruck wirklich mal ganz was Besonderes. Und jetzt kommt die Wärmflasche. Und dazu habe ich mir geschnappt einmal die Stanze Erdbeere, wundert euch nicht, und habe mir einfach eine Erdbeere einfach mal so ausgestanzt aus dem Reststück, egal welche Farbe, ist es jetzt auch wurscht, einfach nur diesen Erdbeerteil, also die komplette Erdbeere eigentlich, einmal ausgestanzt. Wenn ihr das nicht habt, ist auch kein Problem, ich zeige euch gleich, wie ihr das auch machen könnt, aber es ist ein bisschen einfacher, finde ich, mit so einer kleinen Vorlage, die halt ungefähr so ausschaut. Das ist eben dieses Oberteil von der Wärmflasche. Ich hatte auch versucht, das erstmal so zu machen, dass ich die Wärmflasche gleich in einem mache. Aber dann ist hier oben ein bisschen schwierig, wenn man die Ecken abrundet. Dann muss man das abknicken und das ist einfach schade. Da ist es schöner, wenn man das dann rausziehen kann mit diesem Teebeutelchen. Genau. Und ihr habt ja diese zwei Teile und wir fangen jetzt einfach mal mit dem 11x5 cm Teilchen an. Und zwar habe ich es jetzt so gemacht, ich habe mir die lange Seite einmal bei 8 cm markiert. Und zwar lege ich mir das einfach hier in mein Schneidebrett ein bei 8 cm und nehme mir dann Bleistift und mache mir hier einfach so eine Linie hin. Dass ich weiß, okay,
Dieser Teil verschwindet dann in meinem vorderen Wärmflaschenbereich und der andere Teil schaut dann hier oben so ein bisschen raus. Ungefähr so. Seht ihr schon, für was ich auch diese Vorlage benutzt habe. Und dann habe ich so gemacht, dass ich mir einfach bei dem 5 cm rechts und links bei 1,5 cm auch noch eine kleine Markierung gemacht habe. Also ich lege mir das hier rechts bei 1,5 cm an und mache mir da auch nochmal so eine kleine Markierung hin. Genauso hier nochmal bei 1,5 cm hier drüben nochmal anlegen. Schon nur, dass ich einigermaßen gerade bin und dann mache ich mir auch noch so eine kleine Markierung. Dann habe ich hier diesen Bereich, dass dieses Teil, dieses Mittelteil so einigermaßen in der Mitte auch ist, dann meine Erdbeere sozusagen. Wie gesagt, wenn ihr die Erdbeere nicht habt, gar kein Problem, ihr könnt es genauso trotzdem mitmachen. Ach ja, bevor ich jetzt das weitermache, würde ich noch schnell mein anderes Element nehmen und falzen, weil da brauche ich eben den Papierschneider nochmal. Und da schaue ich jetzt, welche Seite ich habe. Also ich habe einmal die 9 cm Seite, die mache ich jetzt zuerst. Achtung, weil das ist sehr ähnlich, das sieht man nicht auf den ersten Blick, immer ausmessen. Lege mir das hier bei 1 cm an und mache mir einfach eine Falz an diesen unteren Bereich. Das lege ich jetzt nach unten, seht ihr das? Und mache mir rechts und links auch nochmal bei 1 cm eine Falze hin. Einmal hier und einmal hier. Dann sieht das Ganze so aus. Also das ist jetzt oben, wo keine Falz ist. Unten ist eine Falz und rechts und links ist eine Falz. Das wird dann unsere Tasche. Das brauchen wir dann gleich noch. Und dann nehmen wir nochmal unser Rausziehelement. Das ist irgendwie schwierig zu benennen. Moment, das mal schnell. Und jetzt habe ich es halt so gemacht, dass ich mir mit dieser Erdbeere so ein bisschen das als Vorlage nutze. Wenn ihr das jetzt aber nicht habt, macht das auch nichts aus. Also ihr könnt es auch einfach per Hand zeichnen. Ich habe mir jetzt die Erdbeere so angelegt, ich glaube, ich muss euch da näher hinziehen, dass die hier so anliegt, dass ich das einfach abzeichnen kann. Ich zeige euch das mal gleich. So. Ihr könnt das bestimmt auch mit einem Kreis oder ähnliches machen oder ihr lasst es so und macht es eh ein bisschen eckiger. Es kommt jetzt darauf an, was euch besser gefällt. Das ist so ein bisschen so die eckigere, also diese runde Variante von der Erdbeere. Also ich habe hier dann einfach so einen kleinen Bogen reingeschnitten noch. Und das ist so diese eckigere Variante, die habe ich einfach auch mit der Hand nachgeschnitten. Also das ist einfach Geschmackssache, wie ihr findet, dass die Wärmflasche am besten ausschaut. Ich habe meine Original-Wärmflasche auch hergelegt. Die sieht halt so aus. Also die ist schon eher ein bisschen eckiger. Jetzt zoome ich euch wieder ein bisschen raus. Die ist jetzt nicht so ganz rund wie diese Vorlage. Also da könnt ihr einfach so ein bisschen schneiden, aber das fand ich ganz gut so von der Größe. Hat es richtig gut gepasst und deswegen habe ich gedacht, das ist so ein kleiner Tipp vielleicht für euch. Dann könntet ihr das auch so machen. Und jetzt schneide ich mir hier einfach bis zu meiner Markierung, bis zur ersten Markierung, bis zur zweiten Markierung. Und dann schneide ich mir hier diese Wärmflaschenöffnung oben einfach so ein bisschen zu, wie ich mir das denke. Da wird auf jeden Fall jede eurer Karten wahrscheinlich ein bisschen individueller. Ich könnte auch mehrere machen und die eine macht ihr eher gerade, die andere eher eckig. Könnt ihr auch von hinten mal anschauen. Genau, ich habe jetzt da einfach so ein bisschen rüber geschnitten. Also das ist schon noch relativ rund gelassen. Ich habe dann hier so eine ganz leichte Dulle reingeschnitten. Also ihr seht es, ich habe es jetzt nicht genauso ausgeschnitten wie da, fast wie die Erdbeere. Wir drehen es nachher um, dann sieht es keiner mehr oder wir radieren es uns dann weg. Da ist noch so ein kleiner Haken drin. Aber so fand ich das ganz gut, dass man es noch gut nehmen kann zum Rausziehen und dass es also in einer Wärmflasche ähnlich schaut. Und nachher, wenn das dann gefalzt ist, passt es von der Größe eigentlich auch ganz gut. So finde ich. Sieht ja aus wie eine Wärmflasche. Und eben da war die Erdbeere ganz gut als Orientierungshilfe. Genau. Und was ich jetzt noch gleich mache, ich habe einfach ein kleines Loch reingestanzt, weil diese Wärmflaschen ja oft diese Löcher da haben. Und dann finde ich, schaut es noch ein bisschen authentischer aus. Und da habe ich jetzt einfach meine Cropper Dial und mache hier mittig, ungefähr mittig, ein Loch rein. Für den Spezialeffekt sozusagen. Okay. Und jetzt nehme ich mir meine andere Vorlage, diese Tasche, und werde mir die noch ein bisschen verändern. Nämlich als erstes schneide ich mir diese Ecken ab.
Also ich zeige es euch mal ganz nah. Das sieht man irgendwie schlecht, oder? Also hier ist die Überkreuzung. Hier oben ist keine Falz, unten liegt jetzt die Falzlinie und rechts und links. Und diese Ecke hier, die schneide ich mir komplett weg. Und zwar genau durch diese Kreuzung hier durch. Seht ihr das? Und jetzt knicke ich mir erstmal die Falzlinie nach. Weil ich möchte nämlich, dass das nachher noch so eine schöne Rundung hat, wie bei einer richtigen Wärmflasche eben auch. Und da braucht ihr jetzt einfach nur den Eckenabrunder. Ich habe jetzt hier noch so ein älteres Modell und da runde ich mir jetzt alle vier Ecken ab. Also einmal hier unten, einmal diese obere Ecke und es geht ein bisschen durch mehr Papier, aber das funktioniert eigentlich echt gut. Und dann noch diese hier, so dass man alle Ecken schön abgerundet hat. Dann schaut es wirklich aus wie eine Wärmflasche. Und jetzt mache ich es noch so, ich klappe mir die jetzt wieder auf, diese Klebelaschen, und schneide mir die noch ein bisschen schöner zu. Also hier seht ihr schon, ein bisschen so kleinere Ecken sind da ja noch vorhanden. Und das möchte ich einfach nicht haben, das schneide ich einfach weg. Ich habe ein bisschen zu viel geschnitten, weil ich gequatscht habe. Aber so. Seht ihr, also hier diese Ecke hier unten. Dass man einfach dieses Geschnipsel da nicht mehr hat und dass das schön weg ist. Das klappen wir uns nachher ja eh um, aber dass das dann einfach eine schöne Abrundung hier ist. Dann mache ich noch ein bisschen mehr weg. Genau, und hier oben eben auch. So habe ich eine schöne Bettflaschenform. Oder Wärmeflasche, ich weiß nicht, gar nicht. Früher hat man mal Bettflasche gesagt, glaube ich, oder? Genau. Und diese beiden Teile, die möchte ich jetzt noch so ein bisschen bestitchen, weil diese Wärmflaschen ja ganz oft so Überzieher haben, solche schönen gestrickten oder gehäkelten oder so. Und da habe ich mir gedacht, da würde dieses gestickte Laub sehr gut passen von den Stanzformen. Die haben diese Bestellnummer. Das ist eine so eine große Platte und die kann man einfach drauflegen und einmal durch die Stanzmaschine jagen und dann hat man dieses wunderschöne Muster da drin. Das zeige ich euch jetzt eben gleich. Ich weiß gar nicht, wie viel rausgehen kann ich noch. Eben so eine große Form, dann kann ich das komplett einmal durchkurbeln. Ich muss mich jetzt nur umstellen, weil ich mal von der anderen Seite kurbel. Ja. Normalerweise mache ich es immer andersrum. Jetzt aber da einmal festheben und dann einmal durchkurbeln. Ich habe fast zu groß fürs Bild. Und dann haben wir hier unsere beiden Teile. Ich mache das jetzt ein bisschen umständlich, aber ich habe hier so wenig Platz irgendwie. Stelle ich mich die ganze Zeit total zu. Und dann habe ich jetzt in diesen beiden Elementen dieses wunderschöne Blattmuster drin und das schaut so schön aus, finde ich. Das passt dann noch besser. Und jetzt haben wir unsere Wärmflasche quasi schon fertig. Jetzt müssen wir sie nur noch einbauen. Dazu nehme ich mir ein Abreißklebeband und klebe mir einfach auf meine Klebelaschen. Also die sehen ja erst so aus, die klappe ich mir ein. Und dann mache ich mir auf jede Klebelasche einfach das doppelseitige Klebeband drauf. Kommt jetzt ein bisschen auch auf eure Teesorte an. Ich gucke jetzt mal, ich habe in meiner Musterkarte hier, ja, das ist jetzt ein Teekannentee, also ich habe es jetzt noch nicht aufgeklebt. Den habe ich mir an der Seite, diese Laschen, einfach noch ein bisschen angeklebt. Also die kann man sich so einbiegen, entweder ihr biegt sie nur oder ihr klebt sie mit Teser an, also wie ihr wollt. Und könnt euch den dann eben draufkleben und könnt den dann nachher so rein und raus ziehen. Jetzt nehme ich meine Karte. Hoppala. Mach mir diese Schutzfolie ab.
und klebe mir das jetzt an. Ich mache das ein bisschen nach unten, also nicht zu weit oben, weil nicht, dass das da oben noch rüber steht mit eurem Innenteil sozusagen. Deswegen gehe ich da ein bisschen nach unten, gucke, dass ich schön mittig bin und klebe mir das einfach mal an. Und ihr könnt jetzt ruhig mit eurem Falzbein oder so einfach nochmal ein bisschen da reingehen, das schön anstreichen und so ein bisschen nach oben dehnen, dass es einfach ein kleines bisschen nach oben gewölbt ist. Seht ihr das so? Weil dann passt es mit dem Tee dann nachher besser. Und dann würde ich mir den einfach aufkleben, vielleicht auch mit doppelseitigem Klebeband hinten an den Tee hin, das dann da drauf kleben und dann kann man das super da reinstecken. Genau, ich wollte jetzt nur dieses Teebeutelchen nicht ankleben, weil ich noch nicht weiß, wann ich das verschenke. Das ist so mein Muster-Teebeutel. Und dann kann man das aber super da eben rein und rausziehen und hat also quasi hier noch so eine süße kleine Wärmflasche drin. Das finde ich eigentlich eine ganz süße Idee. Wer möchte, könnte dieses Gute Besserung auch hier drauf machen oder vielleicht noch einen anderen schönen Spruch oder vielleicht ein kleines Schleifchen noch. Also das kann man alles machen, wenn man schöne Schleifchen machen kann, wie ich jetzt hier bei dieser Karte. Und dann hat man einfach noch so eine kleine süße Idee, so einen kleinen Hingucker und noch ein kleines Mini-Mini-Geschenk. Und ja, für eine gute Besserungskarte ist es vielleicht eine ganz süße Idee, dass man da einfach noch ein bisschen was mit reintun kann. Wer möchte, könnt ihr oben auch noch ein Bändel hinmachen. Aber ich fand, das würde dann zu sehr an den Tag erinnern und zu wenig an eine Wärmflasche. So ist es halt noch ein bisschen mehr eine Wärmflasche geworden. Ja, ihr Lieben, das war es auch schon von mir. Wie gesagt, mit der Schleife bin ich nicht zufrieden. Das kann ich aber vielleicht jetzt dann in Ruhe noch mal ein bisschen binden, ein bisschen schöner machen. Aber ich finde, es ist grundsätzlich eine ganz nette Idee. Ich habe dann mal die Variante ohne Schleife. Ist auch schön. Also es ist noch ein bisschen schlichter einfach. Und hier ist nochmal die Variante mit diesen gestitchten Elementen ohne Wärmflasche innen drin. Gehen wir nochmal ein bisschen raus hier. Genau. So. Ja. Also mal eine bisschen andere Karte mit einer kleinen Wärmflasche innen drin, ganz süß vielleicht. Und ich finde, ja, das kann man auf jeden Fall auch für jeden anderen Anlass verwenden. Also wenn man die jetzt nicht reinbaut, dann ist das ja für alles möglich, Geburtstag oder wie auch immer. Ich wünsche jetzt ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Ich hoffe, es hat euch gut gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr mir gerne einen Daumen hoch geben, da freue ich mich. Und wenn es euch richtig gut gefallen hat und ihr gerne mehr von meinen Videos sehen wollt, dann abonniert gerne den Kanal, drückt dabei auf diese Glocke und dann werdet ihr immer kostenlos informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Bis zum nächsten Mal, kreativ etwas Neues und ich freue mich auf euch. Bis dann. Tschüss.